Sports. Jo, und damit begrüße ich euch zurück zum Biathlon. Letztes Jahr haben wir es nicht fertig gespielt, weil ich einfach ein unfähiger Biathlet bin. Pick an Athlete. Yes, wir picken mal einen Athlete. Und dann reisen wir mal sowas von to the top in Carrier Mode. Aber dieses Jahr schaffen wir es richtig gut. Läuferisch wird das besser werden. Die Steuerung habe ich jetzt auch raus. Und dann defeaten wir alle Opponenten. Das ist ein Traum. Am Berg laufen wir auch hoch. Wir laufen den Berg wieder runter, gehen in die Hocke und wir competen sowas von in Thrilling Races with our friends. If I had friends, I would do that. Die originalen Rules haben wir. Wir haben die Trucks auf jeden Fall auch am Start. Die Athletes auch. Also, das läuft. Das läuft richtig gut. Und wir gehen einfach mal für den Cup. Two Girls, One Cup, den wollen wir auf jeden Fall haben. Wir schießen auf Menschen, wir schießen auf Scheiben. Wir machen eigentlich alles, was ich so gehört. Wir fahren gegen Kameras, die viel zu tief gebaut sind. Das ist der Biathlon Simulator 2000, schlag mich tot. Ich glaube 2009, ist es 2009? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall das beste Biathlon-Spiel, was auf dem Markt ist. Das bedeutet allerdings nicht wirklich viel. Wir starten natürlich eine neue Karriere. Ich habe eben schon im Übungsmodus 2x0 geschossen. Und souverän mit einem wirklich starken Läufer auf der Schwierigkeitsstufe leicht gewonnen. Also besser geht es eigentlich gar nicht, muss man sagen. Ich starte bei den Männern, da ich gucke kurz an mir runter. Ich bin durchaus ein Mann. Ich würde gerne einen neuen Fahrer kreieren. Und der kommt aus Deutschland, überraschenderweise. Name ist, boah, wie nennen wir den mal? Ich würde sagen, dieses Mal nehmen wir mal meinen Originalnamen. Männlich auf jeden Fall. Gibt es auch super männlich. Ich weiß es nicht. Nein, es gibt nur männlich. Das ist ein bisschen schade. So, wie sehen wir denn aus? Hallo? Kopf? Kopf? Hallo? Ich kann es nicht verändern. Warum kann ich es nicht verändern? Achso. Enter. Super. So, das sieht auf jeden Fall schon mal so aus, als würde ich Hartz 5 bekommen. Boah. Oh, nee. Nee. Och Gott, Tim Melzer wieder am Start. Oh Gott. Wer hat denn die Frisur dahin geklatscht? Ich meine, man sieht's eh nicht. Dann lieber Tim Melzer. Komm, dann nehmen wir den bärtigen Tim Melzer. Tim Melzer am Start. Anzug. Irgendwas sexy-mäßiges, wo man uns auch erkennt. Nicht in Rot. So, komm, hier in Blau. Das ist ein Träumchen. Tim Melzer für uns am Start. Punkte können wir ruhig erstmal gleichmäßig verteilen, würde ich sagen. Da werden wir ja dann noch massig trainieren. So, mit Tim Melzer, der natürlich nicht nah am Burnout ist, gehen wir mal in die Karriere rein. Den müssten wir jetzt hier auswählen können. Da ist der Michael Wassmer. Spezialfähigkeiten keine. Dankeschön, Spiel. Super. Muntert mich extrem auf. Wir nehmen diesen wunderbar aussehenden Mann, starten in Puckeljucker im Massenstart im Junior Cup. Es wird einige Rennen geben, die ich leider nicht auf den Kanal hauen kann. Und das ist die Olympiastrecke in Kanada. Das Problem hatten wir letztes Jahr schon. Ich glaube nicht, dass YouTube mich inzwischen diese Strecke hochladen lässt. Das ist ein bisschen schade. Und vor allem muss ich jetzt erstmal wieder mich an die Steuerung gewöhnen. Ich glaube, ich brauche eigentlich nur die Leertaste, beziehungsweise eigentlich fast nur die Maus. Ich muss mal schauen. Also, Puckeljucker, Slowenien, Rennen 1 von 7. Leichter Wind, Nebel natürlich. Arndt Peiffer hält hier den Rekord. Ah, das ist sogar unser Läufer, den wir das letzte Mal gemacht haben. Mit 7:42:65. Michael Wassmer mit geilem Bart und super Cappy. Okay, Achtung. Fertig. Okay, guter Start. Wahnsinn. Super. Das haben wir hinbekommen. Sprinten können wir natürlich auch ab und zu. Ich muss erstmal die Strecke ein wenig kennenlernen. Okay, die gehen in die Hocke. Dann gehen wir auch in die Hocke. Okay, gehen wieder in die Stefan-Hocke. So um die 30 Stundenkilometer können wir ja immer laufen, circa in der Ebene. Okay, da vorne geht es ums Eck und ich bin schon wieder etwas drüber. Muss mich natürlich erst wieder dran gewöhnen, hier beim Biathlon-Spiel dabei zu sein. Das ist ein Träumchen. Den Bergcheffe haben wir noch nicht, dass wir hier unseren Bergspezialisten rausholen können. So, sprinten können wir gerade auch nicht, deswegen lassen wir es auch einfach mal. Hier gehe ich auch nicht in die Hocke. Geht's hier hinten bergab? Nee, noch nicht. Okay, ich laufe hier einfach mal vorbei. Es tut mir leid. Man weiß ja immer, dass die Läufer hier einige Passagen haben, wo sie gut sind, wo sie schlecht sind. Hier hauen sie jetzt wieder den Sprint raus, den ich jetzt gerade mal gelassen habe. Weil es hier natürlich wieder in den Berg reingeht. Da hätte ich ganz gerne etwas mehr Energie. Da laufe ich jetzt auch einfach mal ganz locker dran vorbei in meinem sexy Aqua Blue Anzug. Da hinten geht's bergab. Also können wir hier gerade mal ein wenig in Vorlage gehen. Allerdings geht es hier jetzt auch direkt wieder bergauf. So, läuferisch sind wir ganz gut dabei. Sind momentan auf Platz 2. Das reimt sich eigentlich eher nur ungewollt. Schaut euch diesen sexy Hintern da vor uns an.
Also läuferisch bislang ganz gut. Jetzt müssen wir es natürlich noch am Schießstand auch gebacken kriegen. Und hier können wir eigentlich auch wieder ein bisschen in den roten Bereich gehen, weil wir ja vorne in die Hocke gehen können. Die wunderbare Stefan Hocke endlich wieder am Start. Hier muss jetzt die scharfe Linkskurve kommen, wo ich natürlich wieder mal die Kurve nicht kriege. Du hast einen Schuss nicht gehört. So, sprinten werden wir nicht. Geht es hier hinten gleich nochmal bergab oder kommen wir jetzt zum Schießstand? Ne, wir kommen schon Richtung Schießstand. Da wollen wir natürlich unsere Kräfte auch sparen. Und der Wintersport hält endlich wieder ein auf dem Kanal. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht viel Wintersport geschaut. Geh aus dem Weg, du Sack. Ich habe wirklich nicht viel Wintersport geschaut. So, jetzt schauen, ob wir null schießen. Meine Hand ist ziemlich kalt. Oh nein, da war ein Fehler dabei. Okay, da müssen wir einmal in die Strafrunde. Vorhin habe ich null geschossen, war vielleicht ein bisschen schnell geschossen, vor allem der neben uns liegt ja noch. Naja, nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Ein Fehlerschießen geht immer mal. Dürfen wir nur nicht hier wieder hängen bleiben, im Kreisel. Das passiert mir nämlich auch häufig, da gab es schon einige Ausraster. Ich glaube, wir liegen in Führung momentan. Wir sind quasi der Florian Liegel in Führung des Biathlons. Können wir einen kleinen Sprint... Ah nein, ich lasse den Sprint lieber. Also stimmt, wir sollten den Sprint ja sowieso immer so... immer mal einsetzen und nicht dauernd so lange. Wurde mir, glaube ich, letztes Jahr in den Kommentaren gesagt. Aber so 100% der Experte für dieses Spiel bin ich auch noch nicht. Ansonsten spiele ich ja jedes Spiel sowas von expertenmäßig durch. Das weiß ja jeder, der meinen Kanal kennt. Ich glaube, wir liegen relativ weit vorne. Ich sehe zumindest keinen Punkt hinter uns. Das läuft. Beste Zwischenzeit. Yeah. Geil. Gut, dass das Spiel uns das so einblendet. Mega. Gute Sache. Versuche natürlich so viel Biathlon dann eben auch zu spielen, wie es so geht. Ne? Letztes Jahr habe ich mich ja ein bisschen schwer getan mit dem Spiel. Da war es nicht so ein Träumchen. So, kurz mal einen Sprint einsetzen. Dann können wir uns hier wieder in die Stefan Hocke gehen. Und sobald es dann unter 30 geht, sollten wir wieder weiterlaufen. Das war schon viel zu spät, aber wir sind jetzt ja eh im Hang. Da geht es eh nicht mehr als 16 hoch, deswegen war es eigentlich genau im richtigen Moment. So, nicht so sehr in den roten Bereich. Läuferisch haben wir noch mehr als die Hälfte der Kraft übrig. Die gelben Punkte hinter uns sind massig weit weg. Von daher ist das alles kein Thema. Jetzt kommt hier eh eine lange Abfahrt. Können wir wieder Kräfte verballern. Ich nehme mal ein bisschen mehr Schwung, damit ich hier die Kurve diesmal auch kriege. So, sobald es so um den 30er-Bereich geht, gehen wir wieder raus, damit wir wieder Tempo aufnehmen können. Die Kilometeranzeige habe ich jetzt auch etwas mehr im Griff. Hier ging es jetzt noch leicht bergab, deswegen haben wir den 40er-Schnitt sogar. Müsste ich sogar noch früher aus der Hocke gehen. Ich sehe gerade, wir können sogar so 40 Stundenkilometer zum Teil laufen. Das ist schon ziemlich heftig. So, jetzt kommt das stehende Schießen. Stehend bin ich besser als liegend. Da sind ja immer noch welche in der Strafrunde. Was machen die denn da? Also, das geht ja wohl nicht. So, mach hin, Bub. Oh, das war knapp. Hab nicht so wirklich einen guten Schießrhythmus. Meine Hand ist arschkalt. Hallo? Okay, das war miserabel. Es tut mir leid, aber meine Hand ist gerade arschkalt gewesen. Ich muss mich gleich mal mit meinem Arsch draufsetzen, damit die nicht mehr arschkalt ist. So, aber das Rennen haben wir doch im Sack. Wird jetzt nicht unbedingt die neue Mega-Bestzeit werden. Wir rollen hier mal runter und geben direkt wieder Gas. So, ein bisschen Energie haben wir noch. Da können wir auf jeden Fall nochmal ein, zwei kleine Sprints mit reinsemmeln. Und dann haben wir, glaube ich, den ersten Sieg hier ziemlich sicher eingetütet. Das letzte Mal lief das ja doch recht holprig. Keine Ahnung, wie man das überhaupt schaffen kann, dass man hier am Anfang nicht gewinnt. Ah, jetzt bin ich über 30 und dann läuft das. Wir überrunden sogar schon die ersten. Sollen wir dem auf dem Hintern klapsen? So nach dem Motto, na, du kleines Luder, nachher zusammen duschen, dann nehme ich dich noch mehr auseinander. Entschuldigung. Aber jetzt, wo George Michael gestorben ist, kann man noch ein paar schwulen Witze machen. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Also wie gesagt, für mich die höchste Form der Toleranz ist immer einfach, wenn man Witze über Dinge machen kann. Also es muss jetzt nicht über irgendwelche Anschläge oder sowas sein, aber sowas wie Homosexualität. Ich habe auch Freunde, die schwul sind, mit denen kann man prima Witze drüber machen. Einfach ein bisschen drüber lachen und nicht alles immer so ernst nehmen. So, vor allem den Ernst nicht nehmen.
Wobei das ja dann schon wieder dazugehören würde. So, wir sind hier beim Biathlon, sind jetzt hier im letzten Anstieg. Da vorne sehen wir, dass bei ihm die Backen auf jeden Fall schon die rote Farbe aus dem Anzug rausgefärbt haben. Das ist wahrscheinlich die Hitze, er läuft auch gegen die Wand. So, jetzt können wir hier nochmal in den roten Bereich gehen. Ich hoffe mal, er fährt uns da jetzt auch nicht in den Weg. Gehen wir in die Stefan-Hocke. Nehmen die Kurve innen und fahren einfach mal vorbei. Und tschüss, mein Freund. Ich glaube, hier kann man theoretisch auch ein bisschen in die Hocke gehen. Hier geht es leicht bergab. Oh, unsere Energie ist low. Aber ist nicht schlimm. Wir können sogar theoretisch gleich ins Spiel, ins Ziel sprinten. Das können wir eigentlich gerade mal machen. Und dann holen wir hier den Sieg. Sensationell. Tim Melzer lässt hier nichts anbrennen und holt sich den Sieg im Junior Cup. Das ist ein Träumchen. Bockeljucker! Wahnsinn. Und wir haben nur eine Minute und 18 Sekunden Vorsprung gehabt. Das ist ein Träumchen, sage ich euch. Eine Strafrunde, die anderen haben 5 geschossen. Er wird trotzdem Zweiter. Läuferisch muss er ein Monster sein. Juniorliga, Junior Cup. Ich freue mich, ein Wolf. Gut, hätten wir gewonnen. Sogar mit absoluter Bestzeit. Alter Schwede, was habe ich denn früher für ein Mist hier zusammengespielt? Ist ja unglaublich. Natürlich Wasi-Hasi hier ganz klar auf Platz 1. Keine Ahnung. Also entweder bin ich jetzt, wie gesagt, ein Jahr älter und viel, viel besser. Eine Goldmedaille im Junior Cup. Damit kann ich 9000 Punkte verteilen. Nämlich, nee, doch nicht. Schade. Aber wir führen auf jeden Fall. Und wir machen natürlich noch ein zweites Rennen. Jetzt filzen wir auf jeden Fall hoch, aber so richtig hoch. Also im Filzen bin ich richtig gut. Arne Pfeiffer mit 7:31:03 mit der Bestzeit. Verfolgung, Karriere, Sprint der Männer. Also, jetzt werden wir bös verfolgt. Wir können gleich noch ein bisschen Schießtraining machen. Können wir vorher die Punkte vergeben oder machen wir Schießtraining? Okay, halten Sie die ganze 50 Punkte gilt es zu erzielen. Bei 30 Sekunden anfänglichem Zeitlimit schweifen Sie nicht ab. Okay, minus 3, wenn wir rot treffen, plus 3, wenn wir grün treffen. Plus 5 Sekunden, sie haben verloren. Oh, ist aber gemein. So, okay. No. Da soll man schneller nachladen, der Sack. Na komm. Ich sehe nicht, wie viele Sekunden das überhaupt sind. Komm schon. Boah, es dauert ja ewig. Boah, hört das auch mal auf. Hallo? Och, alter Schwede. 8 Trainingspunkte. Okay. Da hat er gar nicht mehr aufgehört. Alter Vater. So, verteilen wir doch mal jeweils 22 Punkte. Mann, Mann, Mann. So, trainieren. Oh, Alter, ist mir fast das Herz weggeflogen gerade. Mann, Mann, Mann. So, jetzt gehen wir mal. Tim Melzer ist bereit. Verfolgung läuft. Wieso ist denn da gerade einer losgelaufen? Ich dachte, wir sind Erster. Aha, okay, keine Ahnung. So, ich kenne die Strecke nicht. Ich glaube aber, dass es hier vorne gleich bergab geht. Deswegen gehe ich schon mal in Vorlage. Und so bei 40, ja, da vorne geht es dann eh bergauf. Müssten wir dann wieder los. So, mal schauen. Ich habe keine Ahnung, Verfolgung. Ich
dachte eigentlich, dass Verfolgung dann. Na stimmt, vorher war ja der Massenstart. Na, das war jetzt nicht so optimal von der Kraft her. Das war definitiv nicht optimal, da werden wir Zeit verlieren. Okay, da vorne können wir aber wieder bergab fahren. Okay, jetzt, das war ganz schlecht gemacht. Vor allem, ich habe jetzt schon richtig viel Kraft verpulvert. Das war miserabel. Da müssen wir uns läuferisch ein bisschen zurückhalten. Okay, das war ein ganz schlechter Start. Da war ich noch euphorisch vom Schießen eben gerade. Muss gerade mal den roten Bereich ein bisschen zurückgewinnen. So, naja, da haben wir schon fast die Hälfte unserer Energie. Oder ein Drittel haben wir schon verballert. Für gar nichts. Okay, das war sehr, sehr schlecht von mir. Schauen mal, zur Bestzeit reicht es auch nicht. Haben 3 Sekunden Rückstand. Das werden wir noch aufholen, weil die anderen ja 14 Strafrunden schießen. Aber das war miserabel. Tut mir leid. Okay, hier können wir wieder ein bisschen in den roten Bereich gehen, weil wir dann hier in die Hocke, wieder in die berühmte Stefan-Hocke gehen. So, bei 40 Stundenkilometern wieder raus. So, mal schauen. Jetzt müssen wir natürlich das erste Schießen auch gut zu Ende bringen. Das Liegenschießen ist ja doch hier etwas schwieriger eigentlich als das Stehenschießen. Später kriegen wir auch noch den Schießspezialisten, den man aber gar nicht unbedingt braucht. So, dann haben wir, wie gesagt, sehr viel Zeit oder sehr viel Kraft verballert auf der Runde. Und es hat uns nicht mal was gebracht. Also wir haben sie nicht sinnvoll verballert. Bin auch ein bisschen nervös jetzt natürlich, am Anfang ist das immer so, man gewöhnt sich dann wieder dran. Aber wenn man alleine spielt, dann ist die Nervosität natürlich nicht so groß. So, jetzt haben wir die Führung übernommen, 16 Sekunden waren es jetzt, glaube ich. So, und da war, glaube ich, das Schießen noch nicht mal drin. Wir laufen jetzt hier, wir schießen hier gerade an denen vorbei, alter Schwede. So, hier können wir wieder ein bisschen in Vorlage gehen, ich gehe mal an dem Kerl hier vorbei. Und ruhe mich mal aus, bis dann der rote Bereich auch wieder weg ist. So, jetzt ist er wieder ein bisschen rangekommen. Na, er will vorbei. Kommst nicht vorbei, du Sack. Bleibst hinter mir. So, wie gesagt, sollten wir eigentlich locker gewinnen hier die Rennen. Wir haben jetzt schon wieder einen riesigen Vorsprung. Das ist am Anfang doch ziemlich leicht. Später wird es dann aber doch schwer, das muss man sagen. Da hätte ich noch mehr Energie verballern können. Aber ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass uns dann hinten raus komplett alles ausgeht. Deswegen lassen wir es hier mal konservativ angehen. Gleich kommt noch das Stehenschießen. Liegend 0 geschossen. Das läuft eigentlich ganz gut. Und dieser Biathlon dieses Jahr. Ich habe nicht so viel Lust, Wintersport zu gucken. Ich weiß auch nicht, an den Wochenenden bin ich auch häufig dann unterwegs. Und tagsüber nehme ich Videos auf oder mache sonst irgendwas. Aber bin dann nicht so 100% im Wintersportmodus, was auch daran liegt, dass ich ARD und ZDF einfach ungern schaue. Das sind nicht so meine Lieblingssender, gerade auch die Berichterstattung. Ich habe das Gefühl, ich bin in der Endlosschleife gefangen und zwar irgendwie in der Endloshölle. Immer dieselben Moderatoren, Sven Fischer, Kati Wilhelm, die beide direkt aus der Hölle kommen, glaube ich. Also Sven Fischer fand ich als Läufer extrem cool, habe ich immer die Daumen gedrückt, auch mal einer, der ausgerastet ist, mal was Unpopuläres gebrüllt hat, aber als Experte bei ARD oder ZDF, ist ja auch scheißegal wo, ist das nicht schön. Das ist langweilig, die Vorberichte könnte man sich echt sparen und wie gesagt, generell kann ich diesen Wintersport-Hype nicht so 100% verstehen, aber was soll's. Jetzt sind wir hier beim Wintersport und bringen die erste Folge mal gut zu Ende. Beziehungsweise das zweite Rennen jetzt hier. So, das war mega schwer. Tim Melzer hat, wie gesagt, nichts anbrennen lassen, der Mann. Jetzt haben wir fast eine Minute Vorsprung. Oh, ja, ich sollte vielleicht aber auch noch schauen, wie viel Energie ich verballer.
So, dann gehen wir auf die letzte Runde und das war natürlich jetzt ein Krimi, ein absoluter Krimi, sage ich euch. Der Tatort ist ein Dreck dagegen. Na gut, Tatort gucke ich nie, kann ich nicht beurteilen. Der Tatort dann wirklich spannender ist als das hier, ich bezweifle es fast. Hui, da geht's in die Abfahrt rein und jetzt geht's auf der anderen Seite wieder bergauf. Das Leben ist ein Auf und Ab. Das ist die Metapher, die ich euch hier mit rüberbringen möchte. Ihr müsst an euch glauben. Denkt an den Sami Slimani in euch. Ihr könnt alles schaffen, wenn ihr wollt. Ihr könnt bescheuerte Bücher schreiben, bescheuerte Videos auf YouTube machen. Dann werdet ihr populär. Auf jeden Fall. Oder Viva Moderator, eins von beiden. So, ja, keine Ahnung, wie groß der Vorsprung ist. Es wird noch ein bisschen dauern, bis der zweite ums Eck schießt. Ausdauer niedrig, Kraft niedrig, alles schlecht gemacht wieder. Jo, also ins Ziel sprinten, müssen wir schauen, ob wir es noch machen können. Ein Anstieg kommt gleich noch. So, hinten der Kameramann, der einfach mal gar nichts filmt. Sehr schön, hast du gut gemacht. Vor allem als ich kam, hat er gerade abgedreht. So lobe ich mir das. Alles Rundfunk, alles Gebührengelder, alles Gebührengelder hier. Mir fehlt auch, dass mich niemand anschreit am Rand. Das ist schon wichtig. 3 Sekunden nach hinten, 7 Sekunden nach vorne. Deine Frau hat gerade gekocht. Das Wasser ist übergekocht. Die Nudeln sind zu hart. Die sind nicht al dente zu Hause. Aber ganz wichtige Informationen halt immer vom Streckenrand. Ansonsten bin ich auch nicht motiviert. Bin ich einfach nicht motiviert, muss ich sagen. Auch bei der Arbeit brauche ich immer jemanden, der mich anbrüllt. Stell das Buch ins Regal! Jawohl, das hast du richtig gut reingestellt. Das ist symmetrisch. Sehr schön gemacht, mein Freund. Ja, das ist schön. So, wir gewinnen. Souverän, 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 souverän. Wir sind hier der Souverän des Feldes. Quasi der Björn Deli der Altzeit. So, komm, dann hauen wir nochmal einen Sprint raus. Mit allerletzter Kraft geht's hier ins Ziel. Da laufen wir mit Mach 3 ins Ziel. Da verschwimmt auch die Realität um uns herum. Tim Mälzer hat nichts anbrennen lassen. Nichts hat er anbrennen lassen. Auch Burnout konnte ihn nicht aufhalten. Der Jubel vollkommen entkräftet. 1:11 Vorsprung dieses Mal vor Ricardo Bilboa. Natürlich, der spanische Biathlet. Wie ist er? Johann Mühleck, der damals für Spanien bei Olympia so souverän gewonnen hat und später dann, ich warte die B-Probe ab, gesagt hat. Auf jeden Fall ist der Berkenhammer, das sieht man aus Österreich, 5 Fehler. Was hat denn unser läuferisches Wunder? Ole Olsgaard dieses Mal 3 Fehler nur geschossen und läuferisch eingebrochen. Muss man nicht verstehen, muss man nicht verstehen. Natürlich wieder Bestzeit, ich bin ja auch mords im Training drin. Wie gesagt, keine Ahnung, was ich letzten Winter hier von Mist fabriziert habe. Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall wieder Bestzeit, Michael Wassmer vor Arndt Peiffer, wieder die Goldmedaille geholt, ein absolutes Träumchen und wir können sogar tatsächlich ein paar Punkte vergeben. Ja, das ist doch ganz nice. Geschwindigkeit, Technik, machen wir mal Ausdauer, und Kraft mal etwas höher. Stefan Kraft ist immer gut. Ole Olsgaard damit immer noch Zweiter, Alfred Hartmann natürlich, das ist ein richtig harter Kerl. Takashi Yoshida, Ricardo Bilboa auf Platz 7 vorgekommen. Ken Ford kenne ich nicht. Wir gehen mal auf weiter, beziehungsweise ich beende diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir die Konkurrenz wieder in Grund und Boden laufen und uns diese wunderbare Hütte kaufen. Ich finde, die sieht sehr cool aus. Liegt auch schön an der Strecke. Kann man quasi zu Hause pennen, wenn hier der Weltcup ist. Ist ein Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Biathlon 2000 Schlag mich tot. Bis dann.